So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Trainer sind anwesend zur Pressekonferenz für das Spiel, 10. Spieltag, Liquimoli Handball Bundesliga. SC Magdeburg gegen den TVB Stuttgart vor 6.278 Zuschauern hier in der GTK Arena in Magdeburg. Zur Halbzeit 13:14 und Endstand 33:28 siegte SC Magdeburg. Erfolgreichste Werfer auf Seiten des TVB Stuttgart. 6 Tore durch Patrick Zieker, 4 Treffer von Adam Lönn und 7 Tore durch David Schmidt. Auf Seiten des SC Magdeburg erfolgreichste Werfer Michael Damgaard mit 9 Toren, Lukas Mertens mit 5 Treffern und Daniel Pettersson mit 6 Treffern. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Jürgen Schweikart vom TVB Stuttgart und bitten um seine Einschätzung dieser Partie. Ja, guten Abend und Glückwunsch an Benno und SC Magdeburg zum Sieg heute Abend. Ich bin nach dem Spielverlauf sehr enttäuscht, dass das Ergebnis so am Ende steht, wie es steht. Man hat gemerkt, und wir haben das in den letzten Wochen in ähnlichen Spielen gemerkt, dass Magdeburg natürlich verunsichert war in der ersten Halbzeit. Wir haben das super ausgenutzt bis zum 9-3 und geben dann diese Führung viel zu schnell wieder her. Man muss aber auch sagen, ich weiß nicht, so circa 25 oder 23. Minute ist immer noch ein Tor vorne. 23. Minute und so bis dahin schon 8 Minuten in Unterzahl. Und da bin ich einfach, verstehe ich nicht, warum jeder Kontakt doppelt bestraft mit 7 Meter und 2 Minuten. 7 Meter kann sein, aber garantiert nicht jedes Mal die 2 Minuten. Und das hilft natürlich Magdeburg, schnell ins Spiel wieder zu kommen. Wir sind in der Halbzeit immer noch vorne und in der zweiten Halbzeit verlieren wir das Spiel in einer Phase, wo wir einen 9-2 Lauf gegen uns haben. In der Phase trifft Michael Damgaard jeden Wurf. Das müssen wir besser machen. Und das bei uns eben nach wie vor mit diesen vielen neuen Spielern, die wir haben, die eingespielt halt noch nicht da ist. Das sieht man ebenfalls in dieser Phase, wo wir dann viele einfache Fehler wieder machen, wie wir schon öfters gemacht haben. Und am Ende verlieren wir dieses Spiel mit 5 Toren und sind hier mehr als enttäuscht, dass wir es mit 5 Toren verloren haben, aber dass wir es überhaupt verloren haben. Nochmal, wenn wir es am Montag analysieren, sehen wir es vielleicht wieder ein bisschen nüchterner. Jetzt im Moment überwiegt einfach die Enttäuschung über die Chance, die wir heute haben liegen lassen. Ja. Danke, Jürgen. Ja, Bennett, 2014, zweite Halbzeit, Dicke gewonnen. Deine Einschätzung? Ja, guten Abend. Danke, Jürgen, für die Glückwünsche. Unser Plan war es schon, Stuttgart auf großen Raum anzugreifen im 1 gegen 1, um dann auch Überzahl zu spielen. Klar, um Zweikämpfe so zu führen, dass sie progressiv bestraft werden. Das sollen andere bewerten, ob es denn progressive Bestrafungen sind oder nicht. In diesem Plan kommen wir nach meinem Verständnis noch zu wenig rein. Können da vielleicht noch mehr Kapital draus schlagen, wenn wir da schon am Anfang konsequenter sind, uns den einen oder anderen Sprungwurf aus 9 Meter oder Schlagwurf noch wegkneifen und noch mehr in den bedingungslosen Zweikampf auf großen Raum gehen, den wir vorbereiten. Da hält Yogi auch in der ersten Halbzeit noch wirklich gut und Michael Gamgott hat vielleicht noch nicht das Wurfglück, was er dann in der zweiten Halbzeit hat, bleibt sich aber treu, sucht die Chance dafür, wo er da ist, macht das dann auch gut und ist dann mitverantwortlich, dass wir dann auch in der Höhe hier gewinnen. Ich bin natürlich nicht ganz so zufrieden mit unserem Start, da hat man schon gesehen, was in unseren Köpfen sich gerade abspielt. Wir wollen einfach besser starten, wir haben uns da mehr vorgenommen, dafür gibt es auch gar keine Ausrede. Trotzdem bin ich stolz, was wir dann ab 3-9 machen, weil dann machen wir es uns einfach schwerer und geben dann das trotzdem nicht weg, sondern Tor für Tor zusammen, kämpfen uns ran zur Halbzeit. Und dann bin ich einfach froh, dass wir das Spiel gewinnen, weil man gewinnt in der Bundesliga nicht ein Spiel einfach so. Ja, jetzt gehen wir nach Hause, bereiten uns auf Erlangen vor und dann geht es morgen schon weiter. Danke. Dankeschön, Bennett. Fragen an die Trainer? Ja, Peter, bitte mit Mikrofon. Herr Wiegert, Sie sagten vorhin auch, dass die Mannschaft offensichtlich immer noch jetzt etwas Angst vor dem Verlieren hat. Und nach den letzten Wochen, wo ja manches nicht so wie gewünscht lief, wo setzen Sie jetzt als Trainer dann Ihr Hauptaugenmerk? Ändern sich bestimmte Sachen im spezifischen Training oder sagen Sie, okay, wir kriegen das alles so in den Griff? Natürlich ändern wir Sachen, aber das machen wir auch bei erfolgreichen Phasen. Wir sind ständig bemüht, neue Reize zu setzen. Das ist einfach unser Job. Das
ständig zu machen, um nicht ins Gewohnheit geraten zu lassen, sondern wirklich immer dran bemüht sein, uns zu verbessern. Und das werden wir auch die nächsten Wochen tun. Ja? Und das wird uns auch die nächsten Wochen geben. Wenn wir jetzt in die Nationalmannschaftspause gehen, haben wir 2 Wochen mit circa 5 Spielern eine Woche und danach kommen sie wieder und hoffentlich gesund. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit, um auch spezifisch in andere Sachen zu gehen. Aber um jetzt den genauen Trainingsplan dazu erläutern, da fehlt mir einfach die Zeit. Dann erfahren wir auch nicht, was Bezirk hat. Frage nach Marco Bezirk. Bitte das Mikrofon immer nutzen. Wir werden überall gehört, Marco Bezirk, gibt es da eine Aussage zu? Ja, natürlich gibt es da eine Aussage zu. Aber wir haben heute eine Pressemitteilung rausgeschickt. Ne? Es ist nur einfach so, dass die HBL Probleme hat, Datenschutzregeln umzusetzen. Wir haben Datenschutzblätter unserer Spieler verteilt. Und da gab es Spieler, die nicht gewünscht haben, mit Diagnosen umzugehen. So wie Sie, Herr Skobovius, das vielleicht auch von Ihrem Privatarzt kennen, dass er Sie nicht mehr aufrufen darf, dürfen wir das auch nicht sagen. Was ich Ihnen aber sagen kann, um es so ein bisschen zu umgehen, Marco Bezirk war heute nicht einsatzfähig. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Da muss die HBL eine Lösung finden. Es gab einen Präsenzfall, wo ein Verein verklagt worden war. Wir sind es nicht gewesen. Und wir wollen das Ganze umgeben, bitte. Ja, Rudi, bitte. Vielleicht Frage zu jemand, der gespielt hat, obwohl er eigentlich nach Ihren Worten nicht spielen sollte oder noch nicht spielen sollte, Moritz Preuß. Wo kam der Wandel her? Denn in Sky haben Sie noch kurz vor Spielbeginn gesagt, er ist definitiv nicht dabei. Was ist da im Kopf vorgegangen des Trainers, wenn man ihn dann doch bringt? Überhaupt nicht. Also da haben Sie Bartet Sky nicht richtig gehört, also nicht bis zum Schluss gehört. Dann haben Sie nur das gehört, was Sie gerade hören wollten. Ich hatte gesagt, dass er für nichts in Frage kommt. Wenn ich aber die Chance habe, ihn zum Schluss zu bringen und ihm Sicherheit für die nächsten Wochen zu geben, dann kann das bringen. Und dann ist das so, dass man natürlich so Handball-Märchenbücher besser nicht schreiben kann, dass er jetzt kommt und einfach ein bisschen Sicherheit in seinen Körper gewinnen sollte, noch 2 Tore machen. Vielleicht können wir davon profitieren in den nächsten Wochen. Dafür hat das viel, viel Gutes gehabt. Nicht für mich. Nicht für die Mannschaft, vor allen Dingen für Moritz Preuß freue ich mich. Vielleicht sollten sich andere darüber auch mitfreuen für den Jungen. Noch weitere Fragen? Gucken wir vielleicht noch auf die Resultate vom heutigen Donnerstag. Melsungen schlägt den HC Erlangen mit 28-27. Wetzlar unterliegt dem THW Kiel 26-30. Hannover Burgdorf und die Rhein-Neckar-Löwen trennen sich unentschieden 29-29. Flensburg gewinnt 29-26 gegen die Eulen Ludwigshafen. Und Leipzig schlägt den TBV Lemgo Lippe mit 34-32. Soweit diese weiteren Resultate vom heutigen Donnerstagabend. Dann sage ich Dankeschön. Ihr habt jetzt nur schon frei, habt am Wochenende auch kein Spiel mehr und dann geht es in Richtung Länderspielpause erst im November wieder dran. Die Stuttgarter angenehme Heimreise und bis zum nächsten Mal dann hoffentlich, Jürgen. Dankeschön. Und ja, Bennett, du hast schon gesagt, am Sonntag geht schon Ratsplatz weiter, 13. Spieltag, wird ein bisschen vorgezogen gegen den HC Erlangen in Nürnberg dann. Danke ich recht herzlich. Wir sehen uns wieder am 10. November gegen GWD Minden hier um 16 Uhr am Sonntagnachmittag. Bis dahin, Dankeschön.